Also, sieht gut aus. Schön klar. Bas Nurul, das gute Zeug aus der grünen Dose, ist jetzt seit dem 22. drin. Well, I'm country fried. I like my chicken fried. I like to walk barefooted through the countryside. Well, I'm country folk. I like to roll my smokes. So, gute zusammen. Nach langer Zeit mal wieder ein Pickup-Video. Es ist noch kein Winter, wenn ich das so feststellen darf. Es ist eher so ein später Sommer mit Regen und Wind. Aber nichtsdestotrotz habe ich vor dem Winter vorgehabt, mein Kühlsystem nochmal durchzuspülen. Und damit es dieses Mal auch richtig schön durchgespült wird, gibt es noch eine Ladung Bas Nurul. Habe ich zwei Dosen von, ist Kühlsystemreiniger. Mische ich jetzt an in der Flasche vorher und dann wird das Ganze in den Kühler oben eingekippt, ins kalte Kühlsystem, dass wir einen schönen Vergleich haben. Mache ich mal eine Probe, ein Beispiel aus unserem jetzigen Kühlwassertank. So, wie man bestimmt schwerer erkennt, hier oben sitzt der Ablasshahn, der Petcock vom Kühler. Das ist der einfache Weg, schnell wenig Kühlflüssigkeit abzulassen. So, da das unten nicht klappt, Benzindieb-Variante. Nur nicht verschlucken. Jackpot. Also, sieht gut aus, schön klar, keine großartigen Ablagerungen drin und bis auf so ein paar Flöckchen jetzt nicht besonders besorgniserregend. So, normalerweise soll man das Zeug, das Pulver direkt hier oben einfüllen und dann einfach mit dem Auto rumfahren. Ich habe jetzt aber schon ein paar Reviews gelesen, dass das sehr, sehr körnig sein soll und sich gar nicht so gut auflöst. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, das vorher in der Flasche aufzulösen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich das in mein Auto reinlernen will. Aber, wenn man hier unten sieht, es ist tatsächlich sehr körnig. Keine Ahnung, ob das irgendeinen Sinn hat, ob das irgendwie Schmirgelleistung haben soll da drin. Aber ich habe Angst, dass mir das irgendwie den Heatercore verstopft oder auch vielleicht den Kühler vorne noch mehr verstopft. Ich spüle den dann zwar rückwärts aus, aber es ist ja trotzdem irgendwie komisch. Deswegen schüttle ich jetzt noch ein paar Minuten und dann werde ich nur die Flüssigkeit einfüllen und werde mich auf die Runde begeben. Ganz komisch. Ganz, ganz, ganz komisch. Okay, da war jetzt keine Luft mehr drin. Unten ist ja eigentlich eh keine. Jetzt heißt es in der Anleitung Gebläse oder beziehungsweise Heizung auf volle Stufe und 20 Minuten fahren, Kühlmitteltemperatur beobachten. Ich fahre jetzt also einmal eine kleine Runde und gucke dann mal, wie sich das Ganze mit der Kühlleistung verhält, ob sich irgendwas ändert. Und dann lasse ich das noch ein bisschen drin, werde es, denke ich mal, irgendwann an den Tagen nach Weihnachten so zwischendrin ablassen, durchspülen richtig und ein neues Thermostat verbauen. Und dann schauen wir mal, was sich da getan hat. So, gute 20 Minuten bin ich jetzt natürlich nicht ohne Ziel umhergefahren.
vor Augen, 20 Minuten zu fahren. Jetzt bisher keine Veränderung. Das heißt, ich glaube, es hat sich nichts mit irgendwelchen Granulat oder was auch immer zugesetzt. Ich werde auf jeden Fall an den Hersteller mal eine E-Mail schreiben und werde mal gucken, ob ich von denen eine Erklärung kriegen kann, was genau das ist, was da drin ist. Weil ich meine, man kippt sich ja was in den Kühler rein und will, dass der sauber wird, dass der einen besseren Durchfluss hat, weil jeder weiß, dass ein Kühler relativ feine Durchgänge hat, um viel Oberfläche zu kriegen und nicht nur einfach nur ein großes Rohr. Und dann leere ich mir zum Reinigen was da rein, was irgendwie wie Sand ist und hoffe, dass es nicht verstopft. Das finde ich irgendwie komisch. Deswegen, ich will mal wissen, was das ist und wie die Erklärung dazu ist. Ja, jetzt fahren wir heim. Dann gucken wir uns noch an, wie die Femitec-Arbeit unten aussieht. Die habe ich euch ja noch nicht gezeigt, bevor ich die dann einfette und mich dreckig mache, dass ihr die nochmal gesehen habt. Und dann gibt es die nächste Info, wenn ich dann die Kühlbrühe wieder ablasse und wir gucken, wie das Ganze dann aussieht. Beziehungsweise ich zeige euch schon einmal, wie man so eine Spülung von so einem System komplett macht. So, bisschen Gegenbeleuchtung. Man sieht hier relativ schön, wie das dick eingeschmiert ist mit dem Rostschutzgewurschtel. Und man sieht auch hier die Kante, also das hier ist alles frisch. Und hier hinten, das sind noch die alten Teile. Also sie haben das ganz schlau gemacht. Die sind letzten Endes nur hingegangen und haben den kaputten Bereich rausgeschnitten, haben auf den noch intakten Bereich das neue Teil aufgeschweißt. Hat den Vorteil, dass natürlich kein Teppich raus muss und dass selbstverständlich auch nicht am Boden geschweißt werden muss. Das heißt, es ist nach oben hin nichts weggegangen. Ist eigentlich gar nicht mal so blöd, wenn man das so exakt mal überlegt. Sieht drüben genauso aus. Wie gesagt, kommt jetzt von meiner Seite aus noch schön Fluidfilm innen rein. Und dann ist das alles wintersafe. Jo, Gute zusammen. Bas Nurl, das gute Zeug aus der grünen Dose, ist jetzt seit dem 22. drin. Heute ist der 27. Ich habe es also über die Feiertage drin gelassen, bin jeden Tag immer wieder ein bisschen gefahren. Und heute habe ich Kühlmittel geholt. Das bestellt ist leider nicht angekommen. DHL, Weihnachtszeit, klar, natürlich kaputt gegangen auf der Lieferstrecke. Deswegen jetzt Neues geholt beim ATU. Ist zwar nicht das, was ich haben wollte, aber es ist auf jeden Fall freigegeben für die Kiste und wird dementsprechend jetzt erstmal eingefüllt. Ja, vielleicht nochmal. Ja, okay. Vielleicht nochmal so als Hinweis. Man sieht, es ist ein Pulver. Das ist also keine Flüssigware. Man kann auch schön sehen, dass das wie so kristallin geworden ist, wenn man einfüllt, richtig. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert, im Internet nachgeschaut. Der Punkt ist, dass das kein chemischer Reiniger ist, deswegen soll er auch für alle Motoren geeignet sein, sondern tatsächlich ein mechanischer Reiniger. Also diese körnigen Bestandteile, diese Körnchen da drin, sind tatsächlich Granulate, die dann durch den Kreislauf ziehen und dort drin die einzelnen kleinen Bestandteile, die sich angehaftet haben, abschmirgeln sollen. Deswegen soll das Ganze natürlich auch nicht zu lange drin bleiben. 4 bis maximal 24 Betriebsstunden. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon festgestellt, dass ich meinen Heizungskühler, also meinen Heatercore, zugesetzt habe damit. Die Heizung ist nur noch ganz lauwarm und deswegen, da ich das aber sowieso ja rückwärts spülen wollte, sollte das jetzt kein Problem darstellen. Und dann fülle ich mit 50-50 wieder auf. So ganz, ganz wichtig ist immer, wenn man einen Kühler aufmacht, vorher den Deckel angreifen, auch den Kühler mal angreifen, gucken, ob auf den Kühlerschläuchen Druck ist. Wenn das Ganze nämlich geöffnet wird, dann macht es natürlich plopp und dann läuft euch die ganze Scheiße über die Hand. Und wenn die heiß ist, ist das natürlich weniger schön. Option 1, wie gesagt, zum Ablassen. Hier auf der rechten Seite unten der Hahn, der Petcock. Der ist ja bei mir aber verstopft, wie wir gesehen haben. Deswegen gehen wir hier unten, sieht man jetzt ein bisschen schwieriger, an den dicken Kühlerschlauch, der da von rechts kommt, machen die Schelle auf und lassen das dann ablaufen. Und man sieht hier, das Zeug, das ich verkleckert habe, das hat auch überall so kleine Kristalle gebildet. Also das Zeug muss auf jeden Fall auch da raus. Ziehen wir mal den Kühlerschlauch ab.
Zodeli. Und ich täte mal sagen, das ist ein bisschen drüber geworden. Es ist jetzt tatsächlich nicht ganz so dreckig. Das ist aber auch gar nicht schlimm. Das heißt nämlich, es war nicht so viel Scheiße da drin. Ist die Kiste gar nicht dicht? Die hat ja Löcher. Menschens Kinder. Gut, naja. Sollte natürlich nicht passieren. Ist natürlich nicht gut für die Umwelt. Aber jetzt ist es halt passiert. Das lassen wir jetzt in Ruhe ablaufen. Hier kommt der Schlauch aus dem Blockhaus, geht oben in den Kühler rein und unten geht er zurück. Das hier ist der Ausgang aus dem Motor, unten ist der, wo wir jetzt schon geöffnet haben, ist der Eingang. Beziehungsweise gibt es hier, das kann man jetzt nicht sehen, das ist versteckt hinter unserem Klimakompressor, von der Wasserpumpe nochmal ein Bypassrohr. Da fließt die Brühe durch, solange das Thermostat noch zu ist. Und das Thermostat muss ich auch tauschen, weil das Thermostat tatsächlich nicht mehr richtig öffnet und schließt. Und in dem Step will ich auch alles, was da ist, sprich Kühler, Wärmetauscher, Block, einmal komplett durchspülen, rückwärts spülen vor allem, dass alles, was ich irgendwo reingesetzt habe, auch verschwunden geht. Für den Wärmetauscher ist es normalerweise am einfachsten, wenn man hier hinten, das sieht man bei mir jetzt halt nicht mehr, die beiden Rohre, also einmal den Eingang, einmal den Ausgang, das ist das, was drüben ankommt, löst, dort einfach einen Schlauch aufsteckt und da durchspült. Bei mir jetzt ein bisschen schwierig machbar, weil die Gasanlage hier halt relativ alles belegt und wir da nicht so zu 100% durchkommen. Aus dem Grund mache ich jetzt einmal hier die Verbindung auf, da ist so ein Metallverbinder drin und ich gehe dann einmal hier drüben hin. Hier haben wir den Eingang an der Wasserpumpe. Das kann man mit so einer ganz normalen Klemme öffnen und kommt da dann auch schön dran. Die mache ich noch auf. Dann wähle ich mich mal ans Thermostat. Ich versuche das immer rauszumachen ohne den Klimakompressor und ohne die Lichtmaschine rauszunehmen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber es geht. Je nachdem. Der Luftfilterkasten ist runter. Jetzt muss. Ich hasse es, ich brauche unbedingt mal eine gescheite Lampe. Jetzt muss, wie unschwer zu erkennen, dieser Verbinder hier weg. Der hält quasi die Stabilität von dem Rahmen, auf dem die Lichtmaschine und die Klimakompressorgeschichte gehalten werden. Und dann kommt man hier unten dran ans Thermostat und kann das mit zwei Bolzen lösen, rausnehmen. Da läuft noch mal ein bisschen Brühe durch die Gegend und dann haben wir es aber. Licht, Kamera, Action. Also man kommt schon dran. Schön ist es nicht. Ich sehe es kommen, dass ich dann am Ende doch wieder alles abbauen muss. Aber wir gucken mal. So, dann mal hoch damit. Wenn es denn irgendwie... Ah, ist noch nicht raus. Okay. Ich sehe das kommen, es hat keinen Wert. Das ist relativ easy. Eigentlich muss man nur den Spanner entlasten. Dann kann man hier den Riemen schon runternehmen, beziehungsweise natürlich auf die Seite am besten, wo man sich nicht selbst belastet. So. Und dann hat man nämlich die Freiheit, diesen Riemen auch von den anderen Rollen runter. Oh, ich bin so blöd. Das ganze Spiel nochmal rückwärts. Riemen wieder drauf und dann Riemen einfach von den anderen Rollen runterziehen, gut ist. So, das sind glücklicherweise nur zwei kleine Bölzchen. Da braucht man nur so ein Gegenstück, so ein Schnüffelstück in neuen Zehntel, ne? Stückchen wegkippen. Da versuche ich jetzt mal was. Jetzt den hier wieder rein. Und wir versuchen den einfach auf der Achse. Das geht nämlich normalerweise. Ne, es geht natürlich nicht, weil ich ja einen Klimakompressor nicht abmachen will. Ich habe ja recht. Ich bin ja gar nicht so blöd, wie ich aussehe. Denn das genügt mir schon. Ah, sehen wir mal da unten. So, jetzt wäre so,
So ein langes magnetisches Stück. So ein Magnetstück wäre jetzt geil. Geht aber, ich habe dünne Finger. Da haben wir den ersten Bolzen. Lege ich mal ganz hier oben rein. Als Beweis, falls ich ihn nachher nicht mehr finden werde. So, jetzt kann ich hier nochmal gucken. Ob ich das... Nee, das brauche ich gar nicht wegzunehmen. Da komme ich jetzt mit meinen dünnen Fingern auch hin. Ich habe keinen Bock, jetzt noch was anderes zu basteln. Come on. Yes, baby. Da ist er. Der Gute. Oh, ich bin wie eine Pinzette, ey. Es gibt keine. Man nennt mich auch Pinzettencoach. So. Und jetzt sollte das eigentlich hier... Wow, 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 wow. Oh Gott. Ah, geht doch. Na also. So. Und da sehen wir das I-Gehäuse. Oh. Ha. Kein Wunder, geht der Sud da nicht mehr durch. Vorsicht. Flop. Und schon geht's wieder los da unten. So, witzig, wie mein Thermostat schon wieder aussieht. Nämlich immer noch leicht rostbraun mit Sud drauf. Also es ist mitsamt der Dichtung schon so ein Elendsbeispiel jedes Mal wieder. Das ist schon lustig, weil eigentlich ist es noch kein ganzes Jahr da drin. Jetzt gucke ich mal, die Dichtung kam ja gut am Stück raus. Naja, vielleicht auch nicht. Mit dem Schraubenzieher schon. Bisschen die Dichtung abjodeln. Vielleicht nochmal als Einblick. Da unten sitzt das Thermostat drin. Das blaue ist die Restdichtung, die jetzt da raus ist. Und ich mache das jetzt ein bisschen sauber mit einem kleinen Schaber. Spül dann von oben nach unten den Block einmal durch. Das ist ja die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, alles, was sich irgendwo verklemmt oder eingekeilt hat in den Gängen, ist dann eigentlich in der Lage, wieder rauszufließen. Ein ganz einfacher Weg, den Heater vorzuspielen, ist natürlich an der Wasserpumpe den Inlet abzumachen, Schlauch rein und laufen lassen. Geht durch den Heaterkorb wieder in den Block und kommt unten wieder raus. Wichtig dabei ist nicht zu viel Druck, sonst platzt euch am Ende noch irgendeine Leitung im Heaterkorb und habt den Innenraum unter Wasser gesetzt. Das wollen wir natürlich nicht. So, ja. Das Ganze so lange, bis hier unten kein gutes Wasser mehr rauskommt. Das muss schön klar sein. Das ist jetzt kurz davor. Wenn das dann der Fall ist, das Zeug natürlich wieder abfüllen, zurück zum Händler oder zur Rückgabestelle, nicht im Kanal leeren. Und alles wieder zusammenbauen. Mein Akku ist gleich leer. Gucken, was ich noch draufkriege. Ansonsten gibt es natürlich noch eine weitere Info von mir.